Diese Sets haben alles, was ihr braucht, um den Saiga 9 Karabiner eindrucksvoller zu gestalten. Die Sets sind in mehreren Versionen erhältlich und heißen Hitman, Leon und John Wick. Sie unterscheiden sich in der Konfiguration. Hitman enthält beispielsweise ein Carbon-Vorderschaft, ein Kompensator, Magazingehäuse-Expander und ein Custom Guns Reset. Darüber hinaus steht ein Online-Designer zur Verfügung, mit dem das Set je nach Wunsch zusammengestellt werden kann. Diese Sets wurden bereits von Sportlern getestet und zeigten hervorragende Ergebnisse. Die Kosten beginnen ab 566 Euro. Als nächstes sehen wir uns eine Pistole an, die für hervorragende Ergebnisse bei verschiedenen Wettbewerben entwickelt wurde. Es gibt sie in mehreren Versionen, beispielsweise für 9x21, 9x23mm und .38 Superpatronen. Das Gewicht beträgt rund 1,2 Kilogramm. Die Entwickler heben einen leichten Verschluss, eine eingebaute Daumenauflage sowie einen Sicherheitsschlüssel am Griff mit einer hervorstehenden Platte und einer integrierten Handballenauflage hervor. Die Abzugskraft beträgt 1,1 Kilogramm und der Griff ist vollständig strukturiert. Jede Waffe ist sofort nach dem Auspacken schussbereit, es muss nur das Magazin geladen werden. Der Hersteller positioniert die Pistole als ein Flaggschiff für das Sportschießen. Der Preis beträgt 6.194 Euro. Wie kann eine gewöhnliche Pistole wie die Glock 17 bis zur Unkenntlichkeit aufgerüstet werden? Das ist ganz einfach, wenn man den Micro Ronis zur Hand hat. Die Entwickler haben eine einfache und erschwingliche Möglichkeit zum Aufrüsten gefunden. Einfach die Bausatzelemente zusammenbauen und die Waffe montieren. Was sind die Vorteile? Das Gleichgewicht verbessert sich, man kann schneller zielen, der Nutzer genießt einen komfortableren Griff und es sind mehrere Weaver oder Picatinny-Schienen auf einmal verfügbar. Erhältlich sind viele unterschiedliche Bausätze für die unterschiedlichsten Pistolen. Auch die Ausstattung ist sehr vielfältig. Die Sets sind sowohl für Linkshänder als auch für Rechtshänder geeignet und auch mit einem Schutz gegen unbefugten Waffengebrauch ausgestattet. Der ungefähre Preis für ein Set für Glock 17 liegt bei 410 Euro. Im Jahr 2014 kam es zu einer kleinen Revolution auf dem Waffenmarkt. Das US-Unternehmen Silencer Co. hat die weltweit ersten kommerziell erhältlichen Schalldämpfer für Schrotflinten auf den Markt gebracht. Salvo 12 ist modular aufgebaut und erreicht damit das optimale Gleichgewicht in Bezug auf Gewicht, Länge und Schalldämmung. Standardmäßig beträgt die Länge des Schalldämpfers etwa 30,5 cm. In dieser Ausführung beträgt das Gewicht etwa 900 Gramm und der Schall an der Mündung wird auf 136,8 Dezibel reduziert. Das Upgrade ist für die meisten 12-Gorg-Schrotflinten geeignet, wobei die wichtigste Voraussetzung die Chokes sind. Die Hauptmaterialien sind Aluminium und Stahl und der Preis lag bei Verkaufsbeginn bei 1.373 Euro. Lohnt sich das oder wollt ihr doch lieber Kopfhörer kaufen? Zerstören, erschrecken, jede Aufgabe erledigen. So bezeichnen die Entwickler den Granatwerfer GM94. Es handelt sich um eine Pump-Action-Waffe, die sich durch ihre Vielseitigkeit auszeichnet. Sie eignet sich sowohl für den Einsatz gegen Personen und nicht gepanzerte Ausrüstung, als auch für Blend- und Rauchschutzeffekte oder das Erzeugen von Bränden. Das Waffenkaliber beträgt 43 mm, das Gewicht etwa 5 kg. Es stehen verschiedene Granaten zur Verfügung, darunter Rauchgranaten, thermobare und hochexplosive, nicht fragmentierende Granaten. Der Genauigkeitsgrad variiert von 75 bis 300 Meter. Die maximale Reichweite beträgt etwa 600 Meter. Kurioserweise erinnerten sich einige YouTube-Nutzer bei dem Granatwerfer an einen anderen Granatwerfer aus dem Spiel Halo Reach. Kann jemand, der es gespielt hat, diese Beobachtung bestätigen? Dieses Konzept wurde im Jahr 2016 in Moskau bei der internationalen Ausstellung Arms & Hunting präsentiert.
Die Firma Adar aus St. Petersburg überraschte mit einer modularen Revolverwaffe mit Pump-Action-Nachladung. Das Modell erhielt den PP1-Index. Die Schnellpatronentrommel wurde zum auffälligsten Merkmal. Sie war als schnelle Modifikation der Waffe konzipiert, bei dem Austausch von Trommel, Lauf- und Nachladevorrichtung sowie den Wechsel des Kalibers ermöglichte. Außerdem wurde der Auswurf von verbrauchten Patronen vereinfacht. Auch die Picatinny-Schiene ist selbstverständlich erhältlich. Die Firma Merkpol entwickelt solche Trommelmagazine, die eine deutliche Erhöhung der Munitionsmenge ermöglichen. Sie werden für eine Vielzahl von Waffen hergestellt, zum Beispiel für Pistolen, Gewehre und Maschinengewehre. Dementsprechend unterscheiden sich auch die Eigenschaften. Die D50 GL9-Version bietet 50 Patronen 9x19mm, ein Gewicht von etwa 500 Gramm, ein Fenster auf der Rückseite für eine schnelle Überprüfung der Patronen und Ladehebel mit Ratschmechanismus, der die interne Feder entspannt. Das Magazin ist so konzipiert, dass auch aus der Bauchlage geschossen werden kann. Für die Reinigung und Wartung kann es problemlos zerlegt werden. Der Preis liegt bei etwa 122 Euro. Nun ist das Maxim 50 Silencer Cove Vorladegewehr an der Reihe. Auf den ersten Blick scheint es klar zu sein, warum wir es in unserem Video zeigen, aber so einfach ist es nun doch nicht. Sein Highlight ist der eingebaute Schalldämpfer. Das Design als Ganzes bezeichnet ein Internetnutzer als das moderne Analogon der Muskete des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges. Warum also haben sich die Entwickler so viel Mühe gegeben? Ganz einfach, mit diesem Design kann man eine Reihe amerikanischer Gesetze umgehen und den Kauf eines Gewehrs erheblich vereinfachen. Darüber hinaus ist es den Entwicklern gelungen, den Aufprall und die Rauchmenge zu reduzieren und das Schießen mit einem Schallpegel von 140 Dezibel angenehmer für die Ohren zu machen. Das Gewehr kostet etwa 980 Euro und ist 110 cm lang. In den Kommentaren tauchte eine logische Frage auf: Wie reinigt man es? Was haltet ihr von dieser Pistole? Sie hat für hitzige Diskussionen gesorgt. Eine typische Überschrift eines Artikels über diese Waffe lautete: Ein dummer Ansatz für eine smarte Waffe. Die Pistole Smart 2 ist eine Entwicklung von Safety First Arms aus den USA. Das Hauptmerkmal ist ein Tastenfeld mit 6 Tasten. Um die Waffe auszulösen, muss man einen dreistelligen PIN-Code eingeben. Eine erneute Eingabe des Codes ist außerdem erforderlich, wenn die Waffe den Besitzer verlässt, zum Beispiel wenn sie hinunterfällt. Wenn der Code nicht stimmt, wird der Auslösemechanismus blockiert. Der Preis der Waffe wurde mit rund 1.276 Euro angegeben. Außerdem wurde ein AR-15-Gewehr mit dem gleichen Schutzsystem präsentiert. Viele Portale bezeichneten die Waffe als Low-Tech, aber die Entwickler sind sich sicher, dass sie sogar auf dem Nachttisch aufbewahrt werden kann. Was sagt ihr dazu? Noch ein paar unkonventionelle Ideen. Wie wäre es mit der Triple Crown Shotgun? Die Chiappa Triple Crown ist eine Erfindung der italienischen Firma Chiappa Firearms. Wir wollen gleich erwähnen, dass die Konstruktion keine dreifache Salve vorsieht. Ein Druck auf den Abzug ist ein Schuss. Die Feuergeschwindigkeit wird aber nur durch das Talent des Schützen begrenzt, was der Experte in dem Video erfolgreich demonstriert. Das Kaliber der Waffe ist 12 GA. Auf der offiziellen Webseite gibt es Informationen zu Einsätzen für die Kaliber 20 GA und .410. Die Materialien sind Stahl, Holz und Kohlefaser und die Schrotflinte wiegt rund 4 Kilogramm. Das Set enthält 5 austauschbare Schocks. Der Preis im Angebot beträgt rund 1.910 Euro. Ein echtes Visiersystem für Handfeuerwaffen bezeichnen die Entwickler dieses Paket. Es enthält ein LCO Collimator Visier mit einfacher Vergrößerung und ein optisches Visier D-Evo mit 6-facher Vergrößerung. Beide Visiere können zusammen oder auch separat verwendet werden und erfüllen somit die Anforderungen zur Präzision auf kurze, mittlere und lange Distanzen.
Jedes Visier hat eigene Vorteile. LCO hat ein Absehen mit 16 Stufen zur manuellen Einstellung der Helligkeitsintensität. Die Ivo hat ein CMR-W-Absehen erhalten, das speziell für Sturmgewehre mit dem Kaliber .56 oder 223 REM und 7.62 oder 308 Win entwickelt wurde. Das System wiegt 391 Gramm und kostet 2635 Euro. Das Schweizer Team B&T ist bekannt für Erfindungen, die weltweit von Militär- und Strafverfolgungsbehörden eingesetzt werden. Die Karabinerpistole USW A1 soll die Lücke zwischen einer Pistole und einem Sturmgewehr schließen. Das Modell wurde für 9x19mm Patronen gebaut. Es gibt Magazine für 17, 19 oder 30 Schuss. Die Waffe wiegt ca. 1,2 Kilogramm. Die Gesamtlänge beträgt 257 mm und 473 mm bei entfaltetem Schaft. Darüber hinaus wird der Pistolengriff dank verschiedener Module an die Besonderheiten der Arbeit angepasst. Zum Beispiel kann man ihn mit Handschuhen halten. Die Karabinerpistole kann für 2200 Euro gekauft werden. Das folgende benutzerdefinierte Projekt wurde laut Beschreibung individuell gefertigt. Die Waffe erhielt ein skelettiertes Gehäuse, ein Trommelmagazin, eine taktische Taschenlampe, der Schaft ist gefaltet. Außerdem ist das Design neutral gestaltet, im Gegensatz zu vielen Optionen, die wir euch vorher gezeigt haben. Die Meinungen der Experten in den Kommentaren waren geteilt. Jemand schrieb, dass die Waffe wie aus einem Call of Duty-Spiel sei und bezeichnete die Arbeit als ausgezeichnet. Andere zeigten sich unzufrieden mit dem Klappschaft und der Aussage, dass die Waffe Staub und Schmutz widersteht. Eine interessante Lösung der US-Firma Cry Precision ist die Modular Shotgun 612. Ihr Hauptmerkmal ist ein raffiniertes Design, das es ermöglicht, die Waffe sowohl als eigenständige Waffe als auch als Upgrade zu verwenden, zum Beispiel für Maschinengewehre. Ursprünglich war das Projekt nur für den zweiten Zweck konzipiert. So sollte die 612 im Falle eines Polizeieingriffs als Unterlaufschrotflinte zum Verschießen von Spezialmunition agieren. Das modulare Design war jedoch so erfolgreich, dass sie sich in eine vollwertige und unabhängige Waffe verwandelte. Das Schrotkaliber beträgt 12 mm und es gibt verschiedene austauschbare Läufe. Die Länge der Upgrade-Version beträgt 490 bis 530 mm, der unabhängigen Version 880 mm. Die Trommel ist komplett abnehmbar, was das Nachladen beschleunigt. We'll be right back.